Und das beginnt ja schon bei der Fahrt zum Flughafen. Weil, schau, da in Pinzgau, der nächste größere Flughafen ist München, ja? Da fährst du schon mal 3 Stunden aus, circa. Mindestens 2 Stunden vor Abflug musst du am Flughafen sein. Das sind schon mal 5 bis 6 Stunden über den Daumen, bis du mal überhaupt im Flugzeug guckst. Ja? Ich fuhr ja schon vergehen. Und da bin ich einmal nach Rom geflogen, also bin ich von Zell am See nach München gefahren, dann 2 Stunden früher draußen sein, bis ich dann endlich im Flugzeug gesessen bin, sind 6 Stunden vergangen. Ja? Dann ist dieser Flug über Zürich gegangen. Dort habe ich umsteigen müssen, das Flugzeug hat Verspätung gehabt, bis ich dann endlich in Rom angekommen bin, sind 14 Stunden vergangen. 2 Jahre später bin ich dann selber mit dem Auto runtergefahren, in 9 Stunden. In den eingesparten 5 Stunden habe ich dann bereits einen Grappa-Volldampf gehabt und zweimal gespielt. Auto, Gottes Willen, wenn du ein Auto hast, brauchst du natürlich unbedingt ein Navigationssystem, ein Navi. Ohne dem geht es halt nicht mehr. Du Freier, da sind wir doch nur herumgeirrt irgendwo. Heute ohne Navi geht gar nichts mehr. Und damit du eben da rauskommst, habe ich mir dieses Navi gekauft von der Firma Odysseus, ist das? Und, übrigens, einer britischen Gelehrten nach soll der Schöpfer von Odysseus ja nicht der griechische Schriftsteller Homer gewesen sein, sondern eine Frau. Und das merkst du dann eh beim Fahren. Wenn ich nämlich genau weiß, dass da vorne hundertprozentig nach rechts geht. Ich verstehe das nicht. Irgendwie bin ich aber doch in München angekommen, da am Flughafen. Und das muss man dazu sagen, Flughafen. Du musst natürlich dann dein Auto parken, wenn du selber fährst. Und das ist wirklich schweineteuer an diesen Flughäfen. Und hat sich in München draußen, haben sich ein paar so findige Bauern so ein Park-and-Ride-System einfallen lassen. Also das ist so, du parkst dort dein Auto nicht am Flughafen, sondern bei Bauern am Bauernhof. Jemand Schweinestall. Nein, Blödsinn, die meisten da draußen sind Kohlbauern. Das möchte ich im Endeffekt gleich. Aber und da parkt halt der Auto da beim Bauern und der führt dich dann zum Flughafen. Dieser Transfer erfolgt dann mittels Traktor. Also vorne der Bauer mit seiner blauen Schützhut, gelbe Gummistiefel und so. Und du hinten drin im Hänger bei der Quickcap. Und wenn du dann so am Flughafen am Terminal 1 ankommst, schaut es ein bisschen aus wie bei uns am Sonntag nach der Kirche im Wirtshaus. Ja, die tanzen Traktoren und so. Und dann, angekommen, musst du halt in die Eingangshalle rein und dein Gepäck einchecken. Ich sage eines. Wer heute noch sagt, dass Beamte langsam arbeiten, ja, der hat noch nie auf dem Flughafen sein Gepäck eingecheckt. Na echt, oder? Da geht doch überhaupt nichts weiter. Bitte, ich verstehe das nicht, das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Da gehst hin mit dem Ticket, die schaut's an, tippt dein Geburtsdatum ein, tut einen Zettel auf den Koffer, ab der Nächste. Aber nein, die fangen da an, wenn wir dumm lesen, das Kleingedruckte, tippt mir irgendwas ein, ich weiß nicht, was für ein Scheiß. Aber jetzt nicht mit dem Zehnfingersystem, nein, mit dem Terroristensystem, jede Woche Anschlag. Bitte! Und immer wenn ich da in der Warteschau drin bin, ist hundertprozentig einer vor mir, der Probleme macht. Weil er keinen Sitzplatz mehr kriegt am Fenster. Oder weil die Kinder wegen Golfbags extra einchecken müssen. Gottes Willen, wir gehen im Urlaub golfen. Oder nimmst du kleine Kinder mit? Jedenfalls bin ich dann an der Reihe und nach einer kleinen Diskussion wegen meines Übergepäcks. Jetzt schätze ich euch nicht an, wir reden erst! Wir sind im Urlaub! Der Flieger wird ohne euch auch nicht fliegen erst! Habe ich dann endlich mein Gepäck auch abgegeben und weiter geht's zur Sicherheitskontrolle. Und ich muss auch dazu sagen, weil es gibt auch immer wieder Personen, die noch nie geflogen sind. Also, diese Sicherheitskontrolle ist ja dazu da, um gesetzesfürchtige Bürger wie uns alle vorher zu ängstigen, um sie nachher gleich wieder in Sicherheit zu bringen. Als ob das einen echten Kleinkriminellen mit dem IQ von dem gerade mal von dem über den Kohlkopf, ja, nur von irgendwas illegal wollen kennt. Und am Anfang, da musst du halt dein Handgepäck abgeben und das wird so durchleuchtet, durchrönt, ja. Und ich verstehe nicht, warum ich muss jedes Mal auspacken. Jedes Mal! Das ist mein Morgen mal Nagelzwicker. Ein Nagelzwicker! Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass ich im Flugzeug den Piloten mit einem Nagelzwicker bedrohe? Und ihn dazu zwingen, den Flug nach Beirut zu leisten.
Atombomben bastel. Ja, wenn der Gummiring alleine hat. Dann muss leider gehen zur Personenkontrolle. Ja? Und da wird man so untersucht nach metallischen Gegenständen. Und diese Typen da, das sind ja besondere Hunde. Ja? Die haben da so ein Teil, mit dem wird man durchsucht, ja? Nach metallischen Gegenständen. Und wenn du halt irgendwas an dir hast, dann piepst das. Ja? Jetzt haben die aber so einen Knopf auf dem Teil. Wenn du nichts aus Metall an dir hast und die drucken da auf, piepst es trotzdem. Und ich verstehe nicht, warum. Aber ich muss irgend so ein Typ sein, den ich nicht bin. Und bei mir piepst es immer. Und ich ziehe schon mein Gürtel aus. Die Schuhe ziehe ich aus. Ich entledige mich meiner Hose. Mir fehlt nur mehr eine Stange zum Tanzen. Ich stehe nur mehr in der Unterwäsche da. Scheiße, mein geiler Feindlich mit Magneten vorn drinnen. Und das piepst noch immer. Während sich der Sicherheitsbeamte einen Einweghandschuh über seine Bärenbranke stülpt, um eine meiner Körperöffnungen zu durchsuchen, es ist nett damit, erinnere ich mich mit Freuden zurück an die Worte meines Urologen, der mich bei meiner ersten Vorsorgeuntersuchung beruhigt hat. Geh hoch immer, es wird sich wieder ficken. Ich weiß jetzt, wie sich eine Kuh beim Kalben fühlt, wenn der Tierarzt. Aber da ich bei der Verabschiedung doch nicht den Ring meiner Freundin verschluckt habe, haben sie dann bei mir Gott sei Dank doch nichts gefunden und ich kann breiten Schrittes weitergehen und die Kontrolle passieren und stehe plötzlich vor der großen Welt der Duty-Free-Läden. Duty-Free-Läden, wo man Sachen kaufen kann, die man nie im Leben brauchen wird, aber sie sind einfach so billig. Ein 15 Kilo Riegel Toblerone, den du zuerst aber zusammenfressen musst, weil du darfst nämlich nicht mehr als 5 Kilo Handgepäck ins Flugzeug legen. Eine Flasche Single Malt Whisky, 50 Jahre alt, um nur 99 Euro. Ich werde nie trinken, ja? Weil dann beim Gedanken an den Geruch von Whisky wirkt es mich schon her. Aber der Arm von meinem Freund kann ich angeben. Duty Free kauft, wie weggeflogen bin ich. Ne? So billig kriegst du es nie wieder. Und dort gibt es ja diese Parfümläden, ja? Und da gibt es alle Parfüms, die absoluten Top-Parfüms. Und ich muss natürlich alle ausprobieren, ja? Und ich probiere, und wenn ich sage alle, dann meine ich alle, ja? Ja, die ausprobieren, überall, und ein Fleckerl frei. Alles aufgesprüht, aber, warte, die erste allergische Pusteln zieht es mir schon auf. Eine aus 35 verschiedenen Duftproben bestehende Duftwolke, also mehr schon als saturnmäßige Atmosphäre, umgibt mich, als ich plötzlich ein Gefühl verspürt, das ich auf dem Flughafen einfach nicht spüren will. Ich muss aufs Klo.